Hallo und herzlich willkommen zu meinem spontanen neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Es ist ein bisschen dunkel hier im Stall, aber wir haben auch abends, knapp 9:45 Uhr. Und dieses junge, ich weiß noch nicht, was es ist, Stute, Hengst, keine Ahnung, wunderschöne Falbscheck irgendwas mit diesem Wahnsinnsstern vorne auf der Stirn, den ich einfach nur traumhaft schön finde, ist hier eben auf die Welt geplumpst. Und zwar habe ich bei Wendy heute Abend das erste Mal den pH-Wert gemessen. Der war schon runter auf 6,2 und ich habe gedacht, okay, weil bei Wendy geht es immer fix. Die ist noch etwas vor Termin, also in ungefähr 7 bis 10 Tagen hätte sie die 11 Monate voll gehabt. Aber die hat bisher immer, ich gehe mal raus, ich lasse sie mal ein bisschen Ruhe, bisher immer vor Termin abgefohlt und auch immer ganz schnell. Also die eutert auf, der pH fällt und ruckizuck ist es Fohlen da. Und bisher auch immer so um diese Uhrzeit. Da sieht man noch die Nachgeburt hinten. Also wie gesagt, Fohlen ist jetzt 5 Minuten alt oder so, oder 10 maximal. Bin dann um 8:30 Uhr ungefähr nach Hause gefahren hier aus dem Stall. Habe noch heute ihre komplette Box hier leer gemacht und komplett mit Stroh frisch eingestreut. Ist natürlich jetzt schon wieder nass von dem Fruchtwasser und so weiter. Habe alles komplett frisch eingestreut und bin nach Hause gefahren, habe geduscht, was gegessen. Gucke auf die Kamera und da stand Wendy ganz entspannt da hinten. Und ich habe auf einmal gedacht, irgendwie blitzt da ein zusätzliches Auge in die Kamera. Wo kommt das her? Ja, und da war einfach mal das Fohlen schon da. Das stand schon, also, aber man sieht ja, es ist, wie gesagt, ganz, ganz frisch, ist noch nass, die Nachgeburt ist noch drin. Also ich schätze mal, wahrscheinlich 3, 4 Minuten, ja, aber es stand halt schon, aber gut, es geht schnell. Aber es ist ein paar Minuten, bevor ich auf die Kamera geguckt habe, ist es scheinbar geboren. Es ist ein, ich würde sagen, Grau- oder Braunfalbschecke. Vater ist ja auch der Gigolo, also der gleiche Hengst wie bei Pixie. Wäre natürlich mega cool, wenn es auch ein Stückchen wäre, weil ja, hätte Pixie so eine kleine Doppelgängerin. Mega niedlich. Also ich will jetzt gerade mal hier, Wendy hat sich gerade hingelegt, gerade mal in Ruhe lassen. Deswegen, ja, habe ich jetzt gerade noch nicht nachgeguckt, ob Junge oder Mädchen. Ich werde jetzt nochmal eine große Schubkarre voll Stroh holen, das nasse Stroh einmal rausmachen und ganz dick trockenes Stroh rein. Und jetzt kommt es hier gerade zur Tür. Wenn sie jetzt mal umdrehen würde, wenn ich hier rauslaufen. Ah, ich glaube, es ist aber eher braun. Ich glaube nicht grau, aber dieser Stern hier vorne, der ist doch, ja, Wendy, ich tue deinem Fohlen nichts, keine Sorge, keine Sorge. Ich will nur mal eben gucken, mal einmal dein, juhu, es ist ein Mädchen, es ist tatsächlich eine Stute. Ich habe mir so eine Stute aus Wendy gewünscht, weil sie mir bisher nur Hengstfohlen gebracht hat. Wunderschöne Falbhengste und Falbscheckhengste. Aber Wendy ist jetzt 17, also es ist auch nicht so, dass sie jetzt noch unendlich lange in der Zucht bleibt und unendlich viele Fohlen bekommt. Ich habe mir so sehr dieses Jahr, ich habe es vorhin noch zu einer Freundin gesagt, ich hätte so gern einen Stutfohlen aus ihr. Und wenn es ein Falbscheck-Stutfohlen wäre, das wäre der absolute Obersechser im Lotto. Und was sehen wir hier? Ein Falbscheck-Stutfohlen. Ist es nicht der Hammer? Und dieser Aalstrich und diese Zeichnung mit diesem weißen Fleck auf dem Rücken und vorne diese Zeichnung am Kopf und weiße Beine hat sie auf jeden Fall auch. Hinten, vorne, glaube ich auch. Ich muss gleich nochmal genauer gucken. Sehr, sehr süß. Wendy nimmt sich schon mal hier ein bisschen Heu. Ganz relaxed. Ja, Wendy, hast du gut gemacht. Super. Ich werde die jetzt noch, sie bekommt jetzt einen dicken Eimer Mesh. Kriegen die Stuten immer, nachdem die Fohlen auf der Welt sind. Ordentlich Kraftfutter. Heu haben sie ja natürlich sowieso immer. Box nochmal frisch eingestreut. Das ist ja wohl der absolute Hammer, oder? Weil eben so innerhalb von einer Stunde, zack, die steht auch erst seit, ich glaube, 3 Tagen in der Abholbox. Wahnsinn, Wahnsinn. Und die anderen hier nebendran, ich sag nur hier, Madame Euranka, ich glaube seit 2 Wochen in der Abholbox. Madame Pinkie Pie, auch ungefähr seit 2, oh, ich glaube die noch länger. Ich glaube, die steht schon seit 4 oder 5 Wochen in der Abholbox nachts. Ja, kannst du dir mal ein Beispiel nehmen. Wobei ich glaube, dass Pinkie Pie tatsächlich die nächste ist. Euranka dauert noch, der pH ist noch oben. Ich glaube, hier, wie gesagt, kann es hoffentlich auch nicht mehr allzu lang dauern. Ich hoffe, du hast dir das gut angeguckt, wie das geht da hinten. 5 Minuten, zack, alles erledigt. Wahnsinn, wirklich. Also es war wieder bei Wendy, aber bisher immer die absolute Blitz-Turbo-problemlose Geburt. Die ist nicht geschwitzt, gar nichts. Natürlich jetzt ein bisschen eingefallen und so weiter, logisch. Glaube, ach, die Nachgeburt ist jetzt auch ab. Die liegt in der Box, die werde ich jetzt gleich rausräumen. Ist auch mal ganz wichtig, dass man die rausnimmt und guckt, ob die vollständig ist, ob nichts in der Gebärmutter irgendwie abgerissen ist oder drin geblieben ist. Und da sucht die Kleine schon nach dem Euter. Wie süß. Und ich wünsche mir ja schon so lange ein Stutfohlen aus Vico oder aus Wendy.
Und es hat ja bisher nie geklappt. Übrigens, das da hinten ist die Nachgeburt, was man da so blutig sieht. Das ist normal. Und tatsächlich habe ich da schon immer drei Namensfavoriten mit W. Einen Namensfavoriten habe ich mir gemerkt damals, als Anita einen Namen für ihr Fohlen gesucht hat, für Wunschtraum. Und zwar Vanilla, halt mit W geschrieben, aber Vanilla fand ich immer mega süß. Es trinkt schon. Wollt ihr schmatzen? Unglaublich. Gerade, keine Ahnung, eine Viertelstunde alt oder 20 Minuten und schon trinkt es. Ist schon am Euter. Man hört es schon. Jetzt hat sie gerade die Zitze wieder verloren. Und Wahnsinn. Wahnsinn, wie schnell das geht, oder? Genau, Vanilla gefällt mir mega gut. Wilma mag ich auch sehr gerne. Bin ich aber hier die Einzige, die den cool findet. Und Wolke. Wolke finde ich auch sehr süß. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, welchen von den drei Namen ihr cool fändet oder welcher auch zum Fohlen passt. Vanilla, Wolke oder Wilma. Ich finde alle drei mega gut. Ach, ich freue mich so. Endlich mein Todfohlen. Und Gigolo, Hut ab. Bisher zwei Fohlen, zwei Stuten. Ich bin begeistert, ob das so weitergeht. Schauen wir mal. Aber mega cool. Also das auf jeden Fall auch. Mit Sicherheit wird das eine Kandidatin für die Aufzucht werden. Also wo die Chancen sehr gut stehen, dass sie bei uns bleibt. Da war ich mir halt so lange, als wenn ich schon einen Fohlen gewünscht habe. Und wie gesagt, sie einfach jetzt das Alter hat, wo man langsam dran denken muss. Ja. Also ich sage mal, eine über 20-jährige Stute noch in der Zucht muss jetzt nicht. Also dann haben die auch einfach, sie hat zwischendurch immer viele Pausen gehabt. Also sie hat jetzt nicht jedes Jahr einen Fohlen gehabt. Aber irgendwann haben die sich auch mal ihre Rente dann verdient. Und ich denke mal, bei ihr wird es vielleicht noch ein, zwei Fohlen geben. Und dann muss das irgendwann auch nicht mehr sein. Wobei sie halt eine total gute Mutterstute ist. Ich meine, die geht da halt auch voll drin auf. Ne? Das ist schon auch so. Ja, ich bin auf jeden Fall mega happy. Jetzt sieht man die Kleidung gar nicht mehr. Hier steht Decora. Decora hatte gestern Termin, ist aber auch völlig unbeeindruckt. Decora braucht immer ewig, bis sie fohlt. Da ist sie nochmal, sucht jetzt auf der Seite des Euter. Einfach der Wahnsinn, wie schnell das geht. Unglaublich. Ja, und farblich echt eine interessante Geschichte. Wendy ist ja Braunfalbe und Gigolo ist ja Buckskin-Falb-Schecke. Also der hat ja ein Aufhellgen, sprich die Kleine könnte halt... Also ich denke, sie ist braun von der Grundfarbe. Sieht mir nicht nach Graufarbe aus. Vermutlich entweder eine Braunfalbschecke oder eine Buckskin-Falbschecke sein. Ist aber auch völlig egal, fände ich beides mega. Egal, was es jetzt ist. Habe ich nicht gerade noch gesagt, Pinkie Pie wäre auch mal am Termin. Ich will ja nichts sagen, aber die verhält sich hier gerade auffällig. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht. Entweder musste sie sich gerade mal wälzen, aber das sah schon sehr auffällig aus. Huhu, vielleicht hat sie doch sehr gut zugeguckt und möchte heute Nacht nochmal nachlegen. Ich beende jetzt mal schnell das Video, kümmere mich um die Kleinen hier, reibe sie ein bisschen ab, räume die Nachgeburt raus, räume nochmal richtig dick Stroh in die Box, mache Wendy einen großen Pottmash. Freue mich sehr über das Fohlen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, vielleicht kann ich dann nachher noch das nächste Video machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Denkt an die Kommentare. Wolke, Vanilla oder Wilma. Alles cool. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch so wie ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis bald.